Für unser heutiges Rezept braucht ihr ein halbes Kilo gekochte Kartoffeln, ein Teelöffel Butter, 100 Milliliter Milch und eine Prise Salz. Das Ganze aufkochen und mit dem Barmix und dem Quirlaufsatz zerkleinern. Fertig ist das Kartoffelpüree. Jetzt braucht ihr den Slicey und das Hackmesser, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, zwei Karotten und 100 Gramm Sellerie. Den Barmix aufsetzen und kurz laufen lassen. Das fein gewürfelte Gemüse in eine heiße Pfanne geben und zusammen mit 500 Gramm Hackfleisch anbraten. Das Ganze mit 150 ml Rotwein und 100 ml Wasser ablöschen. Nun gebt ihr 3 Esslöffel Worcestersauce, 1 Teelöffel Zucker und 1 Esslöffel Tomatenmark dazu. Jetzt verrührt ihr die Soße mit dem Quirlaufsatz und lasst das Ganze 30 Minuten köcheln. Jetzt kommt der Prozessor ins Spiel. 50 Gramm Käse hineingeben und 30 Sekunden laufen lassen, bis der Käse schön fein gemahlen ist. Den Hackfleischmix und das Kartoffelpüree in eine Auflaufform geben und den Käse darüber streuen. Und nun ab in den Backofen damit. Bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 20 Minuten backen lassen. Fertig ist euer leckeres Cottage Pie.